Ja, herzlich willkommen hier zu unserem zweiten Orangerie Food Festival hier in der Orangerie im Schloss hier in Kassel. Ich freue mich, dass es dieses Jahr noch größer und noch besser ist. Wir hatten letztes Jahr 14 Stationen, dieses Jahr sind es 19 und wir haben es wieder geschafft, die besten Köche Deutschlands hier zu uns ins Schloss zu holen. Unter anderem dabei dieses Jahr Heiko Antoniewicz, der bei The Taste 2014 in der Jury war und für sein letztes Buch Gold geholt hat. Ja, mein Name ist Heiko Antoniewicz. Das, was ich heute mache, ist ein Topplate, ist ein Schulterbuch vom Wagyu. Süßkartoffelpüree gibt es dazu, Cajun Spice und Gartenkräuter. Das ist das, was ich heute mache und ich freue mich auf den Abend. Ich bin Raphael Wengner, Küchenchef des Steinernen Schweinchens und habe heute gekocht gebeizte Lachsforelle aus Fritzlar mit rote Beete, Purple-Curry, Dill und Steinpilzen in Verjus. Guten Abend, wir freuen uns heute, dass wir wieder hier sind zum zweiten Mal. Liebe Grüße auch an Dominik, danke, dass wir wieder hier sein dürfen. Und wir machen heute Abend Rouladenbrust mit Amaranth und zum nordhessischen Salat mit Apfel, rote Beete, etwas weihnachtlichen Gewürzen schon, dass man schon mal so einen leichten Einklang hat für Weihnachten. Ja, wir freuen uns, dass wir da sind und hoffen, dass wir viel Spaß haben mit unseren Kollegen. Ich bin zum zweiten Mal da und ich freue mich da irrsinnig, dass ich wieder mit dabei sein darf. Bei uns gibt es heute einen Handjob. Handjob eben deswegen, der Dominik wollte ein bisschen Teller sparen und deswegen hat er gesagt, du kriegst keine Teller, deswegen richte ich auf der Hand an. Ganz einfach, wir machen mal ein bisschen ein Kürbispüree, einen marinierten Thunfisch dazu. Dann gibt es Gurken, Gin, Tonic, Gel und ein bisschen rote Beete dazu und eine frische Kresse. Lasst euch überraschen, lasst es euch schmecken. Hallo, mein Name ist Stefanie Scholz, ich komme aus Weimar, aus dem Restaurant Anastasia und wir servieren heute für euch einen Salat vom Thüringer Durockschwein. Hallo, schönen guten Abend. Ich heiße Claudio Uru, ich komme aus Stuttgart vom Restaurant 5 und wir machen heute Abend den gebeizten Färöerlachs mit verschiedenen Gemüsen und einer Grüntee-Dashi. Mein Name ist Christoph Brandt und wir kochen heute Kasseler für Kassel. Wir haben eine ganz fabelhafte Jus dazu gekocht, ein bisschen Kartoffelbrei, ein bisschen rote Beete und eine ganz leckere Sauerkraut-Mayonnaise. Guten Appetit. Maurizio ist mein Name, das ist meine Kollege Nino. Wir kommen aus Rheinbacher, Bonn. Wir haben Nudelfabriken und wir bieten heute frische Bandnudeln in Parmesanleib mit Trüffel. Hallo, ich bin der Marc Zuspann, beste Freund vom Dominik und wir haben heute traditionell ein Rhönergericht, unseren Lammrücken auf einem Steckrübengemüse mit roten Zwiebeln und einer schönen klassischen Thymianschüssel. Ja, Max Ulrich von der Deutschen See. Wir sind heute hier in der Orangerie und machen unser Crossover the Sea. Das heißt, wir haben einen Lachsburger, ein bisschen zerlegt mit Gurke, Tomatensalsa und Brotchip. Dazu haben wir ein Sushi aus unserer Manufaktur und ein Matjes mit Hausfrauensoße. Das richten wir alles an auf einen Plattenspieler, dadurch, dass der schöne Strudeleffekt entsteht. Auch im Dessertbereich, da ist auch der Christian Bach natürlich da, der zweifache Tortenweltmeister. Wir haben Azul im Haus, die mit zwei großen Kaffeestationen nicht nur im heißen Bereich, sondern auch im kalten Bereich die besten Drinks für euch organisieren. Hallo, ich bin der Helmut Flume von der Firma Azul Kaffee. Ich bin heute hier und mache den Barista mit Cappuccino, Kaffee, Creme, Latte Macchiato. Ja, und hoffe, dass wir einen tollen, schönen Abend haben mit lecker Kaffeespezialitäten. Hallo, mein Name ist Frank Wodrich, das ist Andrea Flume, hallo, die mich heute richtig gut unterstützen wird. Bei uns ist es so, dass Espresso auf Champagner trifft und Berlin auf Kassel. Viel Spaß heute Abend.
Ich bin der Christian Bach, ich bin heute hier einer von zwei, die für den Süßkram zuständig sind. Wir machen lecker Chocolate Brownie mit Orangeat, naja, oder kandierten Orangen. Dazu gibt es ein Gin-Eis und eine leckere Zitronen-Orangensoße. Ich bin Bernd Siefert, der amtierende Weltcomputer des Jahres. Und heute gibt es von mir ein Limetten-Thymian-Mousse mit Himbeersorbet und Ananas-Fenchelsalat. Schönen guten Abend, heute Abend hier im Orangerie in Kassel. Wir vertreten heute Abend Weingut Schloss Reinertshausen aus Rheingau und Weingut Lergenmüller. Heute haben wir hier Abend sehr viele tolle Rieslinger dabei, schöne trockene Weine dabei. Und heute ist die Gelegenheit für viele, viele Verbraucher, diese Weine ein bisschen kennenzulernen. Sehr viele Gäste. Ich möchte mich bedanken bei den ganzen Köchen. Es war eine Wahnsinnsveranstaltung. 19 Köche, 19 Stationen, 19 Mal Geschmacksexplosion, tolle Weine, tolle Musik, tolle Getränke, tolle Gäste. Ihr alle wart super. Auch das Team der Orangerie und natürlich alle, die daran beteiligt waren. Eine Wahnsinnsshow. Es war einfach ein familiäres, tolles Gefühl, hier heute Abend dieses Food Festival mit euch zu genießen. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr und ich sage einfach Danke an alle. Ihr wart einfach der Hammer.